Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP 2. Seit einem halben Jahr gibt es das Coronavirus in Österreich und seither haben wir einiges darüber gelernt. Immunschwäche, so gibt es jetzt erstmals Menschen, die sich schon ein zweites Mal angesteckt haben. Die Immunität dauert offenbar nicht lange. Gastspiel, Finanzminister Blümel kandidiert als ÖVP-Spitzenkandidat in Wien, aber will er wirklich in die Wiener Politik? Dazu ist Gernot Blümel heute live im Studio. Ohne Herz, einem jungen Kärntner musste das Herz herausoperiert werden. Jetzt lebt er stattdessen mit zwei batteriebetriebenen Pumpen. Genau heute, vor einem halben Jahr, wurden die beiden ersten Corona-Fälle in Österreich offiziell registriert. In einem Innsbrucker Hotel bei einer Rezeptionistin und ihrem Freund, die eben aus Italien zurückgekommen waren. Binnen weniger Wochen hat sich das Virus dann in Österreich verbreitet. Hier sehen wir für den besseren Vergleich die Infektionen pro Million Einwohner seither. Und was auffällt, im Ursprungsland China war die Kurve deutlich flacher als bei uns. In absoluten Zahlen gab es natürlich sehr viel mehr Infizierte dort, aber China hat eben auch sehr viel mehr Einwohner. In Europa hat sich in diesem halben Jahr die Pandemie vor allem in Italien und in Großbritannien dramatisch entwickelt und noch viel schlimmer in Brasilien und den USA, wo es auch in absoluten Zahlen mit Abstand die meisten Toten gibt, zusammen fast 300.000 von weltweit 820.000. Wenn wir uns aber nur die Neuinfektionen der letzten Wochen anschauen, sieht es etwas anders aus. Da sind die Zahlen vor allem in den Urlaubsländern Spanien und Kroatien und in Frankreich hoch, während sie etwa in Italien oder Deutschland unter Österreich liegen. Von gestern auf heute wurden hierzulande übrigens 211 neue Fälle registriert. Was die Experten aber auch beschäftigt, sind die ersten Menschen, die sich bereits ein zweites Mal mit Corona infiziert haben. Peter Babuzki und Harald Jungreutmeier berichten. Sind Menschen, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben, gegen das Virus immun? Wissenschaftler der Universität Hongkong glauben, eine Antwort auf diese Frage gefunden zu haben. Es gab bisher keine klare Antwort darauf, aber jetzt ist es sehr klar. Nach einer ersten Infektion kannst du dich immer ein zweites Mal infizieren. Die Hongkonger Wissenschaftler beziehen sich auf den Fall eines 33-jährigen Mannes, der im Frühjahr an Covid erkrankt und genesen war. Vier Monate später wurde der Mann nach einem Spanienaufenthalt bei der Rückkehr am Hongkonger Flughafen neuerlich positiv auf Corona getestet. Allerdings auf eine andere Variante von SARS-CoV-2. Auch in Belgien und den Niederlanden sollen sich zwei genesene Patienten erneut mit dem Virus angesteckt haben. Experten und die Weltgesundheitsorganisation warnen vor voreiligen Schlüssen. Andererseits seien erneute Infektionen nicht überraschend. Vor allem bei milden Verläufen könne die Immunantwort mit der Zeit wieder schwinden. Der zweite Grund, der damit eine Rolle spielen kann, dass natürlich auch das Virus sich leicht verändert. Und diese Veränderung des Virus könne dazu führen, dass gewisse Eiweiße, die das Virus auf seiner Oberfläche hat, dann vom Immunsystem nicht erkannt werden und dadurch diese Immunantwort, die man sich erworben hat, durch die erste Infektion nicht recht in Gang kommt. Günter Weiß hat in den vergangenen 6 Monaten mit seinem Team an der Uniklinik Innsbruck zahlreiche Covid-Patienten behandelt und dabei viel über die Krankheit gelernt. Etwa, dass die Infektion doch in zwei wesentlichen Phasen abläuft. Zuerst hat man eher ein Virusproblem und danach hat man eher ein Problem mit dem Immunsystem. Die Medizin hat gelernt auch, dass es ganz wichtig ist, frühzeitig auch die Atemfunktion der Patienten zu unterstützen, dass man ausreichend Sauerstoff hat, dass man mit pharmakologischen, nicht pharmakologischen Maßnahmen die Lungenfunktion entsprechend verbessert, dass man physiotherapeutische Maßnahmen auch setzt, dass man eben Komplikationen frühzeitig erkennt. Neues haben Wissenschaftler auch darüber herausgefunden, wie sich das Virus verbreitet. Andere Viren haben sich meist explosionsartig ausgebreitet und sind dann wieder verschwunden. Bei Corona ist es anders, weil meist nur ganz enge Kontakte angesteckt werden. Etwa in der Familie oder in der Arbeit, sagen Forscher, die dazu ein neues mathematisches Modell entwickelt haben. Sie springt von einer kleinen Gruppe von Leuten in eine andere Gruppe, geht fast weg, verschwindet fast, aber es steckt halt dann doch wieder den nächsten Cluster an und dann wieder den nächsten. Die Zahl 7 sei entscheidend, sagen die Forscher. Wenn viele Menschen mehr als 7 enge Kontakte haben, dann breite sich das Virus deutlich schneller aus. Wenn man jetzt in anderen Kulturen ist, wo die Familien größer sind, komme ich allein vielleicht durch die größere Familiengröße schon in die Nähe von dieser 7. Wenn ich dann noch die Leute in der Arbeit dazu gebe, bin ich wahrscheinlich sicher über 7.
Ein halbes Jahr mit dem Coronavirus, das sind viele Antworten, aber wohl noch mehr offene Fragen. Und damit kommen wir zu unserer Interviewserie vor der Wiener Landtagswahl, in der es heute um die ÖVP geht und ihren Spitzenkandidaten Gernot Blümel, von denen man heute schon weiß, dass sie am 11. Oktober ein Wahlsieger sein werden, weil es de facto anders gar nicht geht. Die Wiener ÖVP hatte ein jahrzehntelanges Siechtum hinter sich mit Wahlergebnissen unter 20%. Und 2015 waren es dann mit weniger als 10% ein historischer Tiefpunkt. Weiter abwärts wäre kaum noch möglich. Und seit dem Kanzlerwechsel zu Sebastian Kurz und der FPÖ-Implosion nach Ibiza geht es für die ÖVP in den Umfragen deutlich aufwärts. Sogar eine Verdoppelung der Stimmen scheint realistisch. Die große Frage ist aber, was Spitzenkandidat Gernot Blümel mit diesem Zugewinn anfangen kann und ob er überhaupt vom Finanzministerium ins Wiener Rathaus umsteigen will. Der Bezirk Hietzing gilt in Wien als ÖVP-Hochburg. Die Bezirksvertretung war ein Schwarzer und ist nun fest in türkiser Hand. Vor 5 Jahren war jede 5. abgegebene Stimme eine Stimme für die ÖVP. Das waren aber nur gut 6.000. Die glücklose Partei hat wienweit nämlich ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Die ÖVP kann einerseits bei allen Gruppen praktisch nur zulegen. Das ist aber auch keine große Kunst, wenn man eine jämmerliche Ausgangsbasis von 9% als historischen Tiefstand aus der Wahl 2015 hat. Und sie hat bei Nationalratswahlen wie Europawahlen seit 2017 vor allem sehr viele FPÖ-Wähler gewonnen. Und richten soll es niemand geringerer als der Finanzminister als Spitzenkandidat. Der hat die Stadt-ÖVP nach dem Wahldebakel 2015 übernommen. 2 Jahre später hat er zum Bund gewechselt. Diese Doppelrolle geht sich nicht für alle aus. Eines, glaube ich, ist zu viel. Er muss sich für eins von den zwei entscheiden, würde ich sagen. Entweder ganz oder gar nicht. Ich finde, es geht sich aus und er hat alles richtig gemacht. Ja, ich glaube schon, dass das schwierig wird. Also, dass man sich schon auf eines konzentrieren sollte. Ich kenne mich da eigentlich ziemlich schlecht aus, aber irgendwo nein. Ein Sessel, ein Hintern. Und den soll Blümel nach der Wahl im Oktober möglichst in das Wiener Rathaus bewegen. Das jedenfalls wünscht sich vor kurzem die ÖVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner in einem Zeitungsinterview. Und sogar der Spitzenkandidat selbst meint: Jeder, der antritt, jeder Spitzenkandidat, der will natürlich in Wien mitregieren. Das ist das große Ziel. Dafür stünden aber wiederum die Aussichten eher schlecht. Blümel ist derjenige, der als Wiener Parteichef die Partei geschlossen hinter sich hat, nicht das zündende Wahlmotiv. Und was immer er persönlich vorhat, so wirklich glauben tun ihm die Wiener nicht, dass er nach Wien wechselt, als Bürgermeister vielleicht, aber dafür sind die Chancen, eine Mehrheit zu finden, sehr schlecht. Und tatsächlich sind sich die Menschen nicht ganz sicher, was vom Spitzenkandidaten Blümel zu erwarten ist. Normalerweise tritt man an, um diese Funktion zu übernehmen, aber ich glaube, es sind... Ich glaube, da gilt er als Zugpferd und wird dann den Zweitgeräten nehmen. Ich glaube, dass ihm das ein bisschen über den Kopf wachsen wird. Und ich hoffe, dass er Finanzminister bleibt, weil er ist jetzt eingearbeitet. Allen wird er es wohl nicht recht machen können. Nicht einmal in der ÖVP-Hochburg Hietzing. Und ich begrüße Gernot Blümel jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Grüß Gott, Herr Wolf. Herr Finanzminister, man weiß bei allen anderen Spitzenkandidaten, die wollen nach dem 11. Oktober in Wien Politik machen, in irgendeiner Funktion. Bei Ihnen wissen es die Wähler nicht. Vielleicht können wir es jetzt mal klarstellen, ein für alle Mal. Kandidieren Sie jetzt wirklich für den Wiener Gemeinderat oder gehen Sie nur in die Wiener Politik, wenn Sie ein Regierungsamt bekommen? Ich habe immer gesagt, ich möchte dort tätig sein, wo ich möglichst viel auch für meine Heimatstadt Wien tun kann. Und ich habe mich ja de facto schon vor 5 Jahren für Wien entschieden. Ich habe damals eine Bundesfunktion aufgegeben. Ich war damals Generalsekretär einer Regierungspartei auf Bundesebene und habe eine Landespartei übernommen, die gerade 9% gehabt hat. Auch damals bin ich gefragt worden, warum man sich das antut. Und schon damals ist die Antwort dieselbe. Ich möchte für Wien mitgestalten und diese Antwort gilt nach wie vor. Ich kenne mich jetzt trotzdem noch nicht aus. Gehen Sie jedenfalls in den Wiener Gemeinderat oder nur, wenn Sie ein Regierungsamt bekommen? Wir wollen natürlich mitregieren, weil wir wissen, dass wir in der Regierung mehr mitgestalten können. Und das ist auch für jeden Politiker etwas Normales. Es kann für mich persönlich, nachdem ich in Wien lebe, nachdem meine Tochter jetzt in Wien auf die Welt gekommen ist, auch nichts Schöneres geben, als für Wien etwas tun zu können. Und heißt das, Sie gehen nur nach Wien, wenn Sie ein Regierungsamt bekommen? Und ich darf Ihnen sagen, auch als Finanzminister weiß ich, dass es für ganz Österreich kaum etwas Wichtigeres geben kann, als Wien weiter nach vorne zu bringen. Ich möchte dort tätig sein, wo ich möglichst viel gestalten kann. Das ist in der Regierung einfacher möglich als in Opposition. Das heißt, Sie werden entweder in Wien in die Regierung kommen oder Sie bleiben in der Bundesregierung? Das sind die wahrscheinlichsten Optionen.
Jetzt kennt man sich aus. Jetzt sind Sie ja Finanzminister in der tiefsten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik mit den größten Hilfspaketen, dem größten Defizit, dem schwierigsten Budget. Wirklich mehr als genug zu tun, würde man meinen. Ist es in dieser Situation wirklich verantwortlich, daneben in Wien fast hauptberuflich Wahlkampf zu machen, noch dazu, wo nicht mehr sicher ist, dass Sie in die Wiener Politik wechseln? Also zunächst mal, das ist ja in der Demokratie etwas ganz Normales, dass Personen in exekutiver Funktion auch für einen Wahlkampf antreten. Aber normalerweise dort, wo Sie in der exekutiven Funktion sind. Also der Wiener Bürgermeister kandidiert in Wien. Ich habe gerade den deutschen Kollegen getroffen, der auch Finanzminister ist und sich als Bundeskanzler bewirbt. Auch das ist auf der Bundesebene. Nichts Neues. Sie haben recht, das ist eine Doppelbelastung. Aber Wien ist mir das wert. Denn ich glaube, dass gerade für ganz Österreich es nicht egal ist, wie es um Wien steht. Und wenn wir uns die Daten ansehen, dann hat sich in den letzten Jahren einiges verändert, wo wir eine Alternative aufzeigen wollen. Jetzt kenne ich mich inhaltlich aber auch noch nicht ganz aus, abgesehen vom Personellen, da ist es jetzt klarer geworden. Weil es sind jetzt noch 6 Wochen bis zur Wahl und ich kann nirgendwo ein Wahlprogramm der Wiener ÖVP finden. Wenn man auf ihre Homepage geht, da gibt es einen eigenen Punkt, wofür wir stehen. Und da finde ich dann das, das sind 5 Überschriften und exakt 13 Zeilen Text. Sensibel wenig. Wir haben gesagt, wir wollen einen möglichst kurzen, intensiven Wahlkampf führen. Das Wahlprogramm wird rechtzeitig vorgestellt. Ich hoffe, Sie berichten dann auch also noch darüber, wie Sie sagen, völlig richtig. Aber ich kann Ihnen die Ideen, die wir haben, ja sagen. Wir wollen einen alternativen Weg für Wien aufzeigen, anders als Rot-Grün, einen türkisen Weg. Das heißt, eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand zu machen. Und das heißt auch, dass wir die Integrationsversäumnisse in Wien aufzeigen wollen, lösen wollen. Siehe Favoriten, wo wir sehen, dass ausländische Konflikte auf österreichischem Boden importiert werden durch eine verfehlte Integrationspolitik. Wir wissen, dass Wien noch immer ein Magnet für Mindestsicherungsbezieher ist. Also die Zuwanderung ins Sozialsystem muss beendet werden. Und auch was den Standort betrifft, gehört viel getan. Vor Rot-Grün war das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen. Da war in Wien an erster Stelle der Bundesländer, mittlerweile an letzter Stelle. Da gibt es viel zu tun. Das gilt für ganz Österreich, aber vor allem auch für Wien. Jetzt haben Sie schon gesagt, eines Ihrer zentralen Themen ist die Integration. Aber nirgendwo auf Ihrer Kandidatenliste finde ich eine Migrationsexpertin oder auch nur einen Kandidaten mit Migrationshintergrund, der in dem Bereich Expertise hätte. Ja, wir als Türkise haben ja viel Expertise in dem Bereich. Wir haben auf Bundesebene ja, die Integrationsministerin kandidiert ja nicht in Wien. Und wir haben ja mit der gesamten türkisen Bewegung gerade dieses Thema in den letzten Jahren ja auch so angegriffen, dass die Probleme, die es gibt, auch gelöst werden sollen. Früher hat die FPÖ manche Themen aufgezeigt und da muss ich auch sagen, so viel auch schlecht gelaufen ist in der FPÖ die letzte Zeit. Aber manche Themen waren da schon richtig und das haben wir auch aufgegriffen, das wollen wir auch umsetzen. Denn wir können nicht zuschauen, dass die Situation, wie sie in Favoriten ist, sich weiter fortsetzt. Und die einzige Möglichkeit, das in Wien auch ändern zu können, ist eine möglichst starke türkise Bewegung in Wien zu haben. Auf einem der vordersten Plätze Ihrer Liste steht der ehemalige Ö3-Moderator Peter L. Eppinger, der in den letzten 3 Jahren so etwas wie der Chefanimateur der türkisen Bewegung war. Die Stimme der Bewegung. Was genau ist seine Expertise als Wiener Kommunalpolitiker? Peter Eppinger hat viel Erfahrung gesammelt, hat die letzten Jahre Sebastian Kurz in allen Wahlkämpfen begleitet, hat die Bewegung aufgebaut, ist ein engagierter Politiker geworden und deswegen freue ich mich, dass er mit auf der Liste ist. Er ist weithin bekannt, nicht nur seine Stimme, mittlerweile ja auch sein Gesicht, er war ja auch ein Kollege von Ihnen und ich bin froh, dass er mit auf der Liste ist. Die Bundes-ÖVP hat in den letzten Jahren keine Gelegenheit ausgelassen, darauf hinzuweisen, wie schrecklich alles in Wien ist. Zuletzt in der Corona-Krise Innenminister Nehammer mit einer Eilpressekonferenz, weil es in Wien einen Corona-Cluster gegeben hat. Interessanterweise ist es ähnlich große Cluster in ÖVP-regierten Bundesländern. Gab es keine Eilpressekonferenzen und berühmt geworden ist Sebastian Kurz, Wiener Waldviertler, der über Wien mal gesagt hat, Zitat, ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen. Glauben Sie, das hilft Ihnen bei den Wiener Wählern? Na, zunächst mal, die Wahrheit muss schon gesagt werden dürfen. Und wenn wir sehen, dass das ist Wien, die Wahrheit über Wien? Dass Wien bei 20% der Einwohner 60% der Mindestsicherungsbezieher ganz Österreichs hat und dass wir aus den verschiedensten Berichten wissen, dass in Wien die Sozialhilfe auch so ausgebaut wird, dass die Grünen eigentlich wollten, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen wird und dadurch so ausgebaut ist, dass man in Wien teilweise mehr fürs Nichtstun bekommt als in anderen Bundesländern fürs Arbeiten, dann ist das ein Problem, weil es auch eine Ungerechtigkeit gegenüber den Leistungsträgern in der Gesellschaft ist, die aufstehen, die arbeiten gehen, die Steuern zahlen. Und auch da
gehört, hat etwas anderes gemacht. Wie genau bekommt man in Wien mehr Geld fürs Nichtstun als fürs Arbeiten woanders? Es sind die Zuschläge, die es teilweise gibt, bei der Sozialhilfe höher als in anderen Bundesländern und die Kontrollen wesentlich geringer. Wir haben versucht, da müssen Sie aber schon wirklich extreme Fälle konstruieren. Wir haben versucht, das mit einem Mindestsicherungsgesetz auf Bundesebene auch zu korrigieren. Das ist zum Teil gehoben worden, es ist aber das Rahmengesetz in Kraft und Rot-Grün hat dieses Gesetz in Wien noch immer nicht umgesetzt. Jetzt haben Sie im Gegensatz zu früheren Wiener ÖVP-Spitzenkandidaten den Startvorteil, dass Sie als Finanzminister extrem bekannt sind, aber als Nachteil haben Sie, dass Sie ein paar recht unrunde Monate als Finanzminister hinter sich haben, von ein paar vergessenen Nullen im Budgetgesetz über das Aufsichtsdebakel bei der Kommerzialbank Burgenland, die Ermittlungen in der verstaatlichten Holding ÖBAG, die Auerprämien jetzt erst vor zwei Wochen, bis zu Ihrem viel kritisierten Auftritt im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wie sehr beschädigt Sie denn das alles als Spitzenkandidat? Ich glaube, wenn man als Politiker in einer exponierten Funktion tätig ist, dann muss man mit Kritik auch umgehen können. Wir haben aber gezeigt, dass wir eine sehr professionelle und gute Arbeit in der Bundesregierung leisten, gerade in der Corona-Krise, aber auch in der letzten Bundesregierung, der wir angehört haben. Und ich möchte dieses professionelle Handwerk auch in Wien umsetzen. Aber damit viele den Eindruck, so professionell ist das mit Ihnen nicht, wenn Sie im Budget ein paar Nullen vergessen. Bei allem Respekt, ein ähnlicher Fehler und das sollte nicht passieren. Das tut mir auch leid, aber ich möchte nicht auf jetzt einzelne Beamte zeigen, weil da ist viel gearbeitet worden. Beim Abänderungsantrag ist eine Referenzgröße vergessen worden. Ein ähnlicher Fehler ist vor einigen Jahren passiert. Und Hand aufs Herz, jeder weiß, was gemeint war. Und es ist keine leichte Situation in dieser Corona-Krise, auch alles so gut abzuwickeln, wie wir das getan haben. Ich habe heute meine Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum zu Gast gehabt und überall gibt es sehr, sehr ähnliche Probleme. Das ist bedingt durch diese größte Wirtschaftskrise, die ausgelöst durch das Virus war. Aber Österreich kommt besser durch die Krise als andere und bei den Hilfen sind wir im internationalen Vergleich unter den Besten. Was in anderen Ländern nicht gibt, ist ein Ibiza-Untersuchungsausschuss und das hat jetzt auch nichts mit Beamten zu tun, weil was wirklich viele Menschen irritiert hat, ist, Sie sind ein junger, sichtlich fitter Mann und dann sagen Sie im Untersuchungsausschuss innerhalb von wenigen Stunden mehr als 80 Mal, dass Sie sich an Vorgänge aus der türkis-blauen Koalition, die jetzt nicht Jahrzehnte her ist, nicht erinnern können und Sie wissen nicht mehr, ob Sie einen Laptop hatten als Minister. Wer soll Ihnen denn das glauben? Also ich bin froh, dass Sie den letzten Teil ansprechen, dann kann ich das endlich auch hier klarstellen. Natürlich habe ich privat einen Laptop, ich verwende keinen dienstlichen Laptop, aber ich glaube, es ist ja auch egal, wie man arbeitet, das Ergebnis zählt. Und mittlerweile aber haben Sie gesagt, Sie wissen es nicht mehr. Mittlerweile haben ja auch einige Politiker bekannt, dass sie auch ohne Laptop arbeiten. Ja, aber Sie haben im Ausschuss nicht gesagt, Sie haben keine, sondern Sie wissen es nicht mehr. Herr Wolf, Sie haben sicherlich die Protokolle im Untersuchungsausschuss gelesen. Und da sehen Sie auch, dass die Frage ist, ob der Laptop zurückgegeben worden ist. Und ich habe gesagt, sofern es einen Laptop vom Bundeskanzleramt gegeben hat, ist er auch ans Bundeskanzleramt zurückgegangen. Ja, genau. Ich arbeite ohne Laptop. Ob einer veraktet worden ist, das war mir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Erinnerung. Mittlerweile weiß ich, dass einer veraktet war, den habe ich aber nicht verwendet. Insofern ist die Antwort korrekt. Sogar Ihr enger Parteifreund, Nationalratspräsident Sobotka, sagt, die Geschichte mit dem Laptop war schon ein wenig provozierend und Ihre Antworten im Ausschuss waren zu flapsig. So eine persönliche Aufnahme. Ich war 5 Stunden im Ausschuss, habe viele Fragen gestellt bekommen, die auch mit meinem Tätigkeitsbereich nichts zu tun gehabt haben. Hunderte Fragen und da waren einige Skurrile dabei, wie zum Beispiel die Frage, können Sie sich erinnern, ob Sie jemals bei einem Gespräch gefilmt worden sind? Wenn Ihnen diese Frage jemand stellt, was sagen Sie dann genau darauf? Und insofern, glaube ich, ergibt sich das aus den teilweise skurrilen Fragen. Gut, es waren auch viele Nicht-Skurrile dabei. Und dann die habe ich auch beantwortet. Mehr als 80 konnten Sie sich nicht erinnern. Und fast 500 Fragen sind gestellt worden, Herr Wolf. Gut, aber an ein Sechstel konnten Sie sich nicht erinnern. Ja, weil teilweise oft nachgefragt worden ist bei derselben Frage und da ist auch dieselbe Antwort immer da. Sie müssen beim Untersuchungsausschuss schon auch darauf Rücksicht nehmen, dass natürlich die Oppositionsparteien nicht ausschließlich immer nur an der wirklichen Aufklärung interessiert sind, sondern teilweise natürlich auch das als Bühne benutzen. Das verstehe ich als Demokrat, aber bitte das auch so einzuordnen. Und jetzt nochmal zur Frage, wie Sie Ihre Vorstellungen in Wien realisieren wollen. Jetzt haben Sie jetzt gesagt, Sie wollen eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand dort machen. Eine Mitte-Rechts-Politik wird in einer Koalition mit der SPÖ aber nicht möglich sein. Wie wollen Sie es dann machen? Wir haben ja immer es schon so gehalten, dass wir vor der Wahl, nach der Wahl, in einer Koalition oder auch in Opposition immer dieselben Prinzipien verfolgen. Und welche Koalition es nach der Wahl geben wird, da werden Sie vor allem auch mit der stimmenstärksten, voraussichtlich stimmenstärksten Partei sprechen müssen, denn die wird er dann zu Gesprächen einladen. Wofür sich diese Partei dann entscheidet, das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, was wir dort einbringen werden und das ist unser türkiser Kurs für Wien. Gut, jetzt gibt es ja theoretisch eine Möglichkeit, einen SPÖ-Bürgermeister zu verhindern, nämlich wenn die NEOS und die ÖVP eine
einen grünen Bürgermeister wählen, weil die Neos werden nicht Sie wählen. Das haben Sie ja schon ausdrücklich mehrfach gesagt. Ist das denkbar, dass Sie eine grüne Bürgermeisterin wählen? Das ist allein schon von den Daten her unrealistisch. Und darüber hinaus haben die Neos, glaube ich, eine Zusammenarbeit mit uns schon ausgeschlossen und mit anderen auch. Insofern ist das Theorie. Es wird wahrscheinlich so sein, dass auch der nächste Bürgermeister von der SPÖ gestellt wird. Und wir sind dazu da, eine türkise Haltung einzubringen. Je mehr Zugewinn wir bekommen, desto stärker können wir uns einbringen. Sie werden am Wahlabend, habe ich schon gesagt, jedenfalls einer der Wahlsieger sein, weil von 9,5% geht es quasi schon schwerkraftmäßig nicht mehr weiter nach unten. Das hat man beim vorletzten Mal auch schon gesagt bei der ÖVP Wien, dass da nicht weiter nach unten geht. Gut. Wenn es weiter nach unten gehen würde, treten Sie zurück, oder? Ich habe vor, den größtmöglichen Zugewinn aller Parteien zu haben. Gut, das ist jetzt nicht sehr ambitioniert. Ich glaube aber, dass die Umfragen, wie sie da sind, weit übertrieben sind. Wir starten von einem wirklich niedrigen Niveau. Aber ich hoffe, dass wir möglichst viel zusätzlichen Zusprung gewinnen. Gut, das ist jetzt verständlich, dass Sie sagen, die Umfragen sind zu optimistisch, weil je tiefer Sie die Latte legen, umso leichter ist sie zu überspringen. Der größte Zugewinn ist angesichts der Ausgangssituation nicht sehr schwer. Es werden ungefähr 20 Prozentpunkte von der FPÖ frei. Die ÖVP hat bei der Nationalratswahl im Herbst, nicht so lange her, knapp 25% geschafft in Wien. Ist das auch Ihre Latte? Nein, auf keinen Fall. Es war ja immer so, dass die Herausforderung für die ÖVP in Wien eine andere war als auf Bundesebene. Wenn man so auf die 18-19% kommen würde, dann wäre das das beste Ergebnis seit 1987. Damals war ja noch Kalter Krieg, Österreich war nicht Mitglied der Union. Also da hat sich viel getan seither. Das heißt, das ist eine große Herausforderung. Ich hoffe, wir machen einen großen Sprung und vielleicht können wir dann bei der nächsten Wahl den nächsten Schritt gehen. Herr Finanzminister, danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Übermorgen ist in unserer Interviewserie zur Wienwahl übrigens die grüne Spitzenkandidatin Brigitte Hebein hier im Studio. Und damit wechseln wir ins Ausland, in die USA, wo nach dem Online-Parteitag der Demokraten gestern Abend die sogenannte Convention der Republikaner begonnen hat. Und der merkt man an, dass Donald Trump früher Star und Producer einer Reality-Fernsehshow war. Die viertägige Veranstaltung ist eine einzige Trump-Show gegen jede Tradition. Tritt der Präsident nicht nur am letzten Tag, sondern an jedem Tag auf. Das zentrale Thema dabei, wie die USA unter Konkurrent Joe Biden in eine Art sozialistischer Hölle aus Gewalt, Anarchie und Zensur versinken würden. David Kriegleder berichtet aus Washington. Der Reality-TV-Präsident steht unter Druck, einen gelungenen Fernseh-Event zu liefern. Die Republikaner setzen dazu auf echtes Live-Publikum. Die Parteidelegierten sind angereist. Die offizielle Nominierung Trumps zum Kandidaten, reine Formsache. Er ist der unangefochtene Parteiführer. Er ist die Partei. Wir müssen aufpassen, sie werden erneut versuchen, unseren Wahlerfolg zu stehlen durch millionenfachen Briefwahlbetrug, sagt Trump bei einem seiner vielen Auftritte an Tag 1. Sein Sohn Don Jr. versucht indes, die Anti-Establishment-Botschaft des vergangenen Wahlkampfs neu aufzuwärmen. Joe Biden ist das Loch Ness-Monster, das den Sumpf Washingtons seit Jahrzehnten bewohnt. Joe Biden is basically the Loch Ness-Monster of the swamp. Im Zentrum des Abends stehen düstere Warnungen vor einem Wahlsieg der Demokraten, adressiert an verunsicherte weiße Vorstadtwähler. Die Demokraten treten nicht für den Schutz ehrlicher Bürger vor Kriminellen ein, sondern sie schützen Kriminelle vor ehrlichen Bürgern, sagt dieses Ehepaar. But rather protecting criminals from honest citizens. Das sich vor dem eigenen Haus in St. Louis bewaffnet Demonstranten der Black Lives Matter-Bewegung entgegengestellt hatte. Joe Biden und Kamala Harris wollen eine kulturelle Revolution. Sie werden unser Land in eine sozialistische Utopie verwandeln. So Senator Tim Scott, einer von auffallend vielen afroamerikanischen Rednern des Abends. Optimismus herrscht lediglich beim Thema Corona. Trump tritt mit Ersthelfern auf, lobt sie und das gelungene Krisenmanagement des Landes. We want to thank you all. You have been incredible. Die Botschaft ist klar, alles war gut vor der Pandemie. Der amerikanische Traum steht vor dem Comeback. Das Beste kommt noch. The American dream, the best is yet to come. Präsident Trump liegt in allen Umfragen abgeschlagen zurück. Der Parteitag soll seinen Wahlkampf retten, die republikanische Basis mobilisieren und den einen oder anderen unabhängigen oder unentschlossenen Wähler ködern.
Heute Abend geht der Parteitag weiter. First Lady Melania wird Trumps Charakter preisen. Außenminister Pompeo, die Außenpolitik des Präsidenten. Ich muss noch eine Korrektur anbringen. Die grüne Spitzenkandidatin in Wien heißt natürlich Birgit Hebein und nicht Brigitte. Pardon. Und wir berichten in dieser Sendung noch über einen jungen Kärntner, der seit einer Operation ohne Herz leben muss. The best is yet to come nach den Kurzmeldungen. Im Fall des mutmaßlich vergifteten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny fordert die EU von Russland rasche Aufklärung und eine unabhängige, transparente Untersuchung. Moskau hingegen warnt vor voreiligen Schlüssen, es gebe bisher keine Beweise für einen Giftanschlag. Vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat das Berufungsverfahren gegen den serbischen Ex-General Ratko Mladic begonnen. Der 77-Jährige, einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord von Srebrenica, will seinen Freispruch erreichen. In erster Instanz war Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Finanzminister der deutschsprachigen Länder machen sich für eine weltweite Digitalsteuer stark. Er sei zuversichtlich, dass es schon im Herbst eine Grundsatzeinigung geben könnte, sagt der deutsche Finanzminister Olaf Scholz bei einem Treffen in Wien. Widerstand ist allerdings unter anderem von den USA zu erwarten. Der Zuckerkonzern Agrana will seine Fabrik in Leopoldsdorf im Marchfeld kommendes Jahr schließen. Hauptgrund sei der historische Tiefststand bei den Anbauflächen für Zuckerrüben. Für die 150 Mitarbeiter gibt es einen vorbereiteten Sozialplan. Eine Herztransplantation war früher eine medizinische Sensation. Heute ist sie schon fast Routine. Jede Woche wird in einer österreichischen Klinik mindestens einem Patienten ein neues Herz eingepflanzt. Bei einem jungen Kärntner war das aber nicht möglich, weil sein Gesundheitszustand für eine Transplantation schon zu schlecht war. Die Ärzte haben ihm zwar sein krankes Herz entnommen, aber kein neues mehr eingesetzt. Stattdessen versorgen ihn jetzt zwei batteriebetriebene Pumpen, bis er wieder fit genug für ein Spenderherz ist. Konstanze Ertl berichtet. Mit 18 bei der Musterung hat der 35-jährige Kärntner erfahren, dass er eine schwere Herzerkrankung hat. Jetzt hat sein Herz aufgegeben, doch der junge Mann lebt. Sein Leben hat er zwei Pumpen wie diesen zu verdanken und den Chirurginnen und Chirurgen am Wiener AKH. Sie haben die Pumpen statt dem Herzen eingesetzt. Eine Herztransplantation, bei der ein Spenderherz eingesetzt wird, war nicht möglich. Dafür war der Gesundheitszustand des Patienten zu schlecht. Es ist absolut eine letzte Chance für diese Patienten, da ohne eine Intervention ganz sicher irgendwann unmittelbar der Tod eintreten würde. Diese Patientinnen würden versterben. Die Pumpen dienen normalerweise dazu, ein schwaches Herz bei der Arbeit zu unterstützen. Die Chirurginnen und Chirurgen am AKH haben das anders gemacht. Sie haben das kranke Herz entfernt. Die Pumpen, die sie an den Vorhöfen angeschlossen haben, ersetzen das Herz. Wie es dem Patienten mit diesem Wissen geht? Eigentlich sehr gut, dass ein junger Patient, der sich vorher sowohl im Internet als auch in den sozialen Medien über diese Therapie erkundigt hat und, glaube ich, sich vorher schon sehr damit auseinandergesetzt hat, was auf ihn zukommen wird. Und insofern ist er in einem Zustand, der eigentlich nicht viel besser sein könnte, als er jetzt ist. Weil es so gut funktioniert hat, sind am AKH bereits zwei weitere Patienten nach der neuen Methode operiert worden. Sie sind noch auf der Intensivstation. Der junge Mann wird demnächst in die Rehabilitation entlassen. Ein ganz normales Leben kann er mit den Pumpen nicht führen, denn die Batterien für die Pumpen sind außerhalb des Körpers. Zwei Kabel führen durch die Bauchdecke. Doch auf lange Sicht soll er ein Spenderherz bekommen. Wenn diese Pumpen lang genug im Körper sind, dann ist meistens die Situation, und der Patient sich erfolgreich von seiner schweren Erkrankung erholt hat und von der Operation erholt hat, dann sind meistens die Voraussetzungen gegeben, dass man den Patienten erfolgreich transplantieren kann. Bereits in den nächsten 6 bis 12 Monaten könnte es also am AKH ein Wiedersehen mit dem Patienten geben. Diesmal, damit er ein Spenderherz bekommt.
Wir wünschen alles Gute. Und wir in der ZIB 2 sind ja Interventionen gegenüber gar nicht zugänglich. Aber Peter Vilsmaier hat eben über Twitter ultimativ verlangt, dass ich das wichtigste Ereignis des Tages auch noch zu vermelden hätte, nämlich dass Lionel Messi nach 20 Jahren den FC Barcelona verlassen möchte. Das hat er dem Verein heute mitgeteilt. Wohin er wechseln will, das ist noch nicht bekannt. Peter Vilsmaier weint und wir schauen noch schnell auf die Wetteraussichten. Ein Hoch bleibt morgen bei uns wetterbestimmend und mit lebhaftem bis kräftigem Westwind kommt hochsommerlich warme Luft nach Österreich. Die meiste Zeit ist es morgens sonnig, es ziehen höchstens ein paar dünne, hochliegende Wolken durch. Westwind frischt auf und es wird wärmer als heute bei Höchstwerten von 26 bis 30 Grad. Viel Sonne gibt es auch am Donnerstag, mit Nordwestwind kühlt es aber leicht ab. Am Freitag ist es nach Osten hin sonnig und sehr warm, im Westen wird es zunehmend gewittrig. Und damit verabschieden wir uns von allen, die Wert Reiser zugeschaut haben. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in OF2 gibt es jetzt Familienleben, wie wir es normalerweise nicht kennen. Kreuz und quer ermöglicht so intime wie eindrucksvolle Einblicke in den Alltag einer iranischen Großfamilie, bestehend aus vier Frauen und einem Ehemann. Wie lebt es sich in einer polygamen Gedankenwelt und Realität zwischen Freude und Wut, Rivalität und Solidarität? Was jetzt den Kreuz und Quer und die nächsten aktuellen Nachrichten bringt, die ZIB Nacht heute um 8 Minuten nach 11:30 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.